Beim letzten Mal habe ich die VPN-App vorgestellt auf dem QNAP NAS. Jetzt stelle ich die Backup-App vor. Die heißt hier Hybrid Backup Sync. Bei manchen heißt die wohl auch Sicherungsmanager, war bei mir auch so. Man kann die dann ersetzen mit dieser App. Die machen aber am Ende das Gleiche. Die öffne ich jetzt mal und dann können wir uns mal anschauen, was wir damit machen können. Also man hat im Grunde drei Modi, in der man diese App betreiben kann. Zum Sichern, zum Wiederherstellen und zum Synchronisieren. Zum Synchronisieren werden halt entsprechend Cloud-Dienste angeboten und zum Sichern, naja, das geht nur in eine Richtung, da wird halt eben nicht synchronisiert. Das kann ich zum Beispiel auf ein QNAP NAS machen, ich kann es auf meine lokalen Ordner und so weiter machen. Ja, wie kriege ich das jetzt ein? Ich gehe hier auf alle Jobs, da habe ich schon ein paar Sicherungsjobs bei mir eingeplant. Wenn ich jetzt einen neuen erstellen will, kann ich hier oben auf Auftrag erstellen. Hier muss ich dann eben aussuchen, möchte ich einen Sicherungsauftrag, einen Wiederherstellungsauftrag oder einen Synchronisierungsauftrag. Ich will mal einen Sicherungsauftrag. Jetzt kann ich auswählen, in welche Richtung das gehen soll, also ob es auf den Cloud-Speicher gehen soll, eine externe Sicherung heißt zu einem anderen NAS oder eben eine lokale Sicherung auf das lokale Dateisystem. Ich habe eine externe Festplatte und einen USB-Stick dran, auf das ich sichere. Deshalb wähle ich hier mal lokale Sicherung. Links sehe ich jetzt meine Ordner, die auf dem NAS sind und die möchte ich eben sichern. Warum man vom NAS sichern sollte, das habe ich in einem Podcast geklärt. Den verlinke ich euch jetzt in der Videobeschreibung. So, Sicherungsziel wählen. Hier kann ich dann zum Beispiel meine USB-Festplatte auswählen und kann dann so schöne Sachen machen wie einen Zeitplan erstellen, dass das täglich um 2 Uhr läuft und ich kann auch eine Versionsverwaltung aktivieren. Gibt dann auch noch erweiterte Einstellungen, wo man das noch mehr im Detail konfigurieren kann. Genau, das war jetzt eigentlich schon die ganze Kunst und ab da kann man automatisiert Backups machen oder wenn ich hier auf jetzt sichern gehe, dann läuft das auch jetzt los und ich kann das NAS auch als Backup-Server betreiben. Das heißt, dass ich zum Beispiel über Time Machine von meinem Mac aus direkt auf das NAS sichern kann. Dazu müsste ich hier nur den Time Machine-Dienst aktivieren, Benutzername ist hier schon festgelegt und ein Kennwort festlegen. Ja, und dann würde die Sicherung vom Mac schon losgehen.